Sorry, willkommen zu einem Infovideo. Ja, bei mir im Zimmer ist gerade alles ziemlich dunkel, denn es ist nur wirklich ein ganz kurzes, schnelles Infovideo. Und zwar Fortnite Le x Lego, die Kooperation. Na, es wurde ja mal geleakt, dass es noch zwei Seasons in dieses Chapter geben wird. Chapter 4 Season 4 und Chapter 4 Season 5. Ja, das Chapter 4 Season 5 steht nicht für eine Season, denn es ist die große Lego-Kooperation, die am dem 6.11. startet und bis zum 2.12. geht. Das Ding soll riesengroß sein. Also, was man erwarten kann, weiß man noch nie. Also, ich bezweifle jetzt, dass alles im Fortnite plötzlich im Lego-Stil ist oder so. Würde nämlich keinen Sinn machen mit dem Live-Event hinterher. Weil die nächste Season wird definitiv ein Live-Event haben. Das ist eigentlich schon zu 100%. Aber die soll wirklich groß sein. Wahrscheinlich kriegen wir einen Haufen Skins. Wir sollen sehr viele Creative Assets bekommen. Also sollen scheinbar in Creative können wir scheinbar mit sorry, wie heißt, mit hier Lego Stein bauen und sowas. Alles nur bis jetzt Leaks, Gerüchte. Nicht 100% bestätigt, aber das Ding soll riesengroß sein. Eine so groß wie eine Season im Allgemeinen. Und das ist auch das letzte Update des Kapitels. Das heißt, die Lego-Kooperation beendet, so wie die Jujutsu Kaisen-Kooperation diese Season beendet, das Kapitel. Das wird ein Riesending. Ich hoffe für, das ist jetzt nur Wunschdenken, aber ich hoffe, dass so Ninjago-mäßig was reinkommt. War nämlich eine echt geile Kinderserie. Dann hoffe ich, dass das im Creative nicht nur für die Kooperation bleibt, sondern dauerhaft. Wäre nämlich auch cool. Und allgemein wäre ein Skin cool. So ein Lego-Skin, den man mit vielen verschiedenen Lego-Pieces anpassen kann. Ne, wisst ihr ja, eine Lego-Figur besteht ja technically aus Kopf, Oberteil, Hose, Armen und Händen und Kopfbedeckung. Kann man alles customizen. So ein Skin wäre echt cool. Aber ich bezweifle es. Und das war's mit diesem kurzen Infovideo über die Lego-Kooperation. Viel mehr ist bis jetzt noch nicht bekannt. Wichtigsten Punkte: riesengroßes Update, so groß wie eine Season ungefähr. Ist das letzte Update des Chapters. Wird viel Inhalt bieten und wahrscheinlich eine der größten Kooperationen, wahrscheinlich nach Marvel, weil Marvel war ja eine komplette Season, wird wahrscheinlich eine der größten Kooperationen jemals sein. Und damit beende ich dieses Video. Na, Facecam hat hoffentlich nicht gestört, dass es jetzt so dunkel ist. Na, es ist gerade einfach, ich gehe sowieso gleich pennen, es ist schon spät. Und damit würde ich sagen, habt einen schönen Tag, lasst ein Like und ein Abo da und tschüss.